Oh je. Das hier sieht nicht schön aus. So ein paar Spiegelbilder für Alof, damit er nicht zu viel abkriegt. So. Absolutely. Noch mehr Geister. Ach, ein guter Säbel. I'm here. Komm und hilf mir hier. Dieser Geist hält seine Hände direkt über der zersplitterten Maschine, als sei er bereit, an eine unsichtbare Komponente zu ziehen. Da anspannen, dann werden wir diese hier los sein. Jedes Wort scheint sich in dem Moment, in dem es ausgesprochen wird, in deinem Verstand zu klären. Du erinnerst dich an die engvitanische Sprache. Erwarte deinen Moment, offenbar darauf, dass jemand seine Position einnimmt. Jetzt festziehen, geschafft. Er sinkt zusammen und wischt sich seine Stirn ab. Oh, diese Maschinen, wenn man sich vorstellt, wie viele Seelen von ihnen berührt wurden. Ich frage mich, bei wie vielen von ihnen das freiwillig geschah. Was hat sich hier zugetragen? Keine Sorge, nachdem Otnur erschlagen wurde, haben die Verbliebenen ihr wahres Gesicht gezeigt. Die meisten sind geflohen, manche dieser Namen flüchteten in die Tunnel. Komm, sie haben schon damit begonnen, die oberen Ebenen zu versiegeln. Bei dieser Geschwindigkeit werden wir die Letzten sein, die hier herauskommen. Doris möchte denselben Zauber auf diese Tür anwenden. Er will Otnuas Diener gegen ihn selbst benutzen. Tür? An diesem Stein müssen hunderte Seelen befestigt sein, zweifelsohne eine Bestrafung. Vielleicht würde es sie freuen, dass Otnur wehklagend ins Nachleben geht. Welche Art von Zauber? Er kann die Tür nicht ganz aufheben, aber er kann ihren Zweck ändern. Der Eid, weißt du, während Utnuras Diener auf seine Verteidigung eingeschworen, so geloben wir seine Vernichtung. Der Mann zeigt ein wildes Grinsen, wendet sich ab und verschwindet einen Schritt später, nur um abermals neben der Maschine zu erscheinen. Ja, haben wir da was für den Meister in der Tiefe? Nicht wirklich. Da hat sich nicht viel getan. I'm here. Nice and quiet. So, nochmal speichern. Und ja, jetzt sind wir auf der Seite. Ja, ein einzelner Animat ist nicht unbedingt gefährlich. Aber was auch immer hier im Raum lauern könnte, könnte gefährlich sein. Oh, ich höre wieder Quengalas. Sieht so aus, als hätte hier eine Schlacht stattgefunden. Also Kengla. Mann, ich will mich eigentlich nicht. Will eigentlich nicht versuchen, hier diese Namen auszusprechen. Yes. That's not helpful.
Okay, der hat für uns die Quella getötet. Ja, man merkt, es ist teilweise schon zu leicht geworden, dadurch, dass wir Level 13 sind. Also eigentlich viel höher als das Level hier ist. Wobei ich keine Ahnung habe, was das Level hier ist. Ich weiß nur, der Adra-Drache unten. Achtung, Spoiler, aber den begegnen wir ja demnächst auch noch. Okay, die Rastvorräte hier. Ermunter mich mal dazu zu rasten. Und da ist zwar unsere Entschlossenheit dadurch weg. Aber wir sind wenigstens wieder frisch. Oh, noch ein Geist. Oh, und eine Falle. How about that? You're quite friendly, aren't you? Okay. Au. Da ist das schimmernde Adrak-Fragment. Das wollte ich nicht. Klapp dich wieder auf. Das wäre die Werkzeuge. In einem der Labore in den Ruinen habe ich einen Kristall aus rein veredelten Adra gefunden. Ich habe all Gegenstände gesammelt, die mich die Vitrak-Anführerin gebeten hatte. Charik versprach mir eine Belohnung, falls ich mit ihnen zum Vitrak-Lager zurückkehre. So, was sagt der Geist? Die verschwommene Gestalt ist groß und kräftig, ihr flackerndes, undeutliches Gesicht ist auf den Boden gerichtet, als sei sie tief in Gedanken versunken. Du hörst ein schwaches Murmeln, dessen Tonfall sich anhört wie ein Gebet. Von Zeit zu Zeit scheint der Geist auf der Stelle zu schwanken. Als du dich näherst, erhebt der Geist seine Stimme und du erkennst die vertrauten Klänge der invictanischen Stimme. Und niemals mehr werden Seelen auf dem Rad zersplittern. Erhöre mich, großer Vater. Ich habe mich gegen deine Feinde verschworen und der Schlimmste unter ihnen ist der Tod. Zuhören. Der Geist wendet dir eine schnelle Bewegung sein Gesicht zu. Ein Augenblick lang verblasst seine Gestalt, nur um sich zu einem vermeintlichen Männergesicht zu wandeln, dessen Augen sich auf dich fixieren. Du kommst spät. Tut mir leid, ich wurde aufgehalten. Der Geist wendet sich von dir ab. Sie werden schon bald hier sein, um uns niederzuschlagen, um unsere Arbeit zunichte zu machen. Es ist schon fast zu spät. Unsere Arbeit? Er nickt. Wenn sie wüssten, würden sie es vielleicht verstehen, wenn sie die Schwestern sprechen gehört hätten. Im Ausland lassen sie ihre Verrückten alleine leiden oder verstoßen sie aus ihrer Mitte. Währenddessen haben wir uns wie geglättete Steine zugeschnitzt und die Tugenden in uns poliert, während wir die Schwäche herausschnitten. Ist das nicht gerecht? Ist das nicht gütiger als alles, was vorher war? Er flackert und steht nun gerade. Bist du bereit? Er hebt seine Hand. Einen Augenblick lang glaubst du, ein metallisches Glitzern gesehen zu haben. Aber auch durch genaues Hinschauen kannst du nichts entdecken. Sie haben dein Wappen auf dem Animat angebracht, neben meinem eigenen. Die Animaten, wirst du dich opfern? Er schüttelt den Kopf. Die Gläubigen bleiben bestehen und wir sind Kinder des Rats. Der Tod ist nicht für uns. Als du von dannen ziehst, gleitet der Blick des Geistes von dir ab. Selbst als du schon weggehst, streckt er lächelnd seinen Arm nach jemand anderem aus. I'm here. Wir hören wieder eine Quenga. I'm on the trail. Ich glaube, es sind mehrere. Oh, es sind viele. I shall deal with this one. I'd be glad to.
Keep an eye out. Andreas vom Filz vielleicht in die Spalten dieser verwitterten Regale gewachsen, wobei er sich an den Stein und Kupfer vorbeigeschoben hat. Ja, und hier werden wir nicht reinkommen, fällt mir gerade so ein. Da haben wir nämlich ziemlich am Anfang einen Fehler gemacht. Also wenn wir es hätten machen wollen. Aber das hätte nicht zu unserem Paladin gepasst. Wir sind täuschend eins? Warum sind wir täuschend eins auf einmal? I'm here. Das muss ich jetzt gerade prüfen. So, das war jetzt mein Quicksave gerade. Ja. Waren wir hier auch schon täuschend eins? Aber wann sollen wir das gewesen sein? Nein. Warum auch immer wir täuschend geworden sind. Sind wir es am Anfang vor... Sind wir es hier? Ich habe dem Vitrak doch nichts Falsches erzählt. Hier sind wir auch nicht täuschend. Egal, dieses eine täuschend. Würde mich jetzt kaum behindern. Hoffe ich jedenfalls mal. Oder kam das wirklich von der Interaktion, wo irgendjemand den anderen abgestochen hat? Geil. Vor dir steht eine verschwommene Gestalt. Von Zeit zu Zeit werden die unscharfen Züge vorübergehend klar und du glaubst, einen Elfen zu erkennen. Ich kann das nicht mehr weitermachen. Wie soll ich es erklären? Oder war das da, wo ich gesagt habe, ich wurde aufgehalten? Wie soll es uns möglich sein, ihm das zu geben, was er will? Der Geist spricht in schnellen, leisen Salven, irgendwie tanisch und schüttelt den Kopf, wie um seine eigene Frage zu beantworten. Er wird mich umbringen, wie er es mit so vielen getan hat. Warum sollte er hier aufhören? Wer wird dich umbringen? Großer Vater, Meister und Nua, wie wir alle versuche ich alles in meiner Macht Stehende, aber wir haben die Grenzen des Möglichen erreicht. Was will er? Die Gestalt läuft mit den Händen an den Schläfen ein paar Schritte hin und her, was wir ihm nicht geben können. Selbst nach all dieser Zeit gibt es noch so viel, dass wir nicht wissen. Er will seinen Sohn zurückhaben, den Knaben, den er kannte, unversehrt und wohlerhalten. Aber die Leute sehen, sie erinnern sich nicht mehr. Wer kann schon sagen, dass sich sein Sohn erinnern wird, sein Sohn gewesen zu sein? Dass er sich an das Gesicht seines Vaters erinnert? Ich habe gesehen, wie Mütter ihre Kinder vergaßen. Wer bist du? Er hat so viele Leute hier heruntergebracht. Von den oberen Ebenen höre ich solch schreckliche Dinge. Selbst hier, diese Konstrukte. Ich kann nicht schlafen. Er senkt die Stimme. Manchmal glaube ich, dass ich aufwachen und mich in einem der Animaten wiederfinden werde. Ob ich es überhaupt bemerken würde? Würde es nicht so sein, als würde ich eines Tages blind und stumm aufwachen? Was machst du hier? Ich verstehe. Ich verstecke mich. Ich ging an einem der Maschinen vorbei und plötzlich bekam ich keine Luft mehr. Ich dachte über die Arbeit nach und die wir geleistet haben. Die Dinge, die wir gesehen haben, wie selbst geringe Taten die Seele vernahmen können. Ist meine denn so zerfetzt? Wird Utnuas Sohn dankbar sein, wenn wir ihn aus seinem Schlaf gerissen haben? Bist du Utnua immer noch treu ergeben? Natürlich bin ich sein
ergebener Diener. Seine Stimme wird schrill vor Angst. Das habe ich nicht gemeint. Bitte niemals habe ich beabsichtigt, meine Eide zu widerrufen. Weißt du, wie man an der sprechenden Tür vorbeikommt? Ich kenne den Eid. Natürlich, jeden Tag sprechen wir davon.